Mit dem X-Generative Design schafft das SOS-System den assoziativen Übergang zwischen dem Designer und dem Konstrukteur. In diesem Video wird ein Sitz mit Hilfe eines Voronoi-Diagramms verschönert. Die Grundfläche für den Sitz wurde im Generative Shape Design erstellt. Nun arbeiten wir im X-Generative Design weiter. Wir brauchen lediglich einen Browser, um im Graph-Editor unsere Konstruktion zu verketten. Die Grundfläche lesen wir mit dem Input-Befehl aus unserem offenen Modell ein. Hierauf werden ein paar wild verteilte Punkte erzeugt. Und schon kommen wir zum Voronoi. Von den vorher erstellten Punkten ausgehend werden innerhalb des Voronoi-Befehls Kreise aufgezogen. Einfach erklärt werden die Radien der Kreise immer größer, bis die Kreise auf die Kreise der anderen Punkte treffen. So entsteht ein auf den ersten Blick zufälliges Muster. Der Befehl erstellt erst einmal 3D-Geometrien, welche wir nun mit der Grundfläche verschneiden, um 2D-Geometrien zu bekommen. Die Geometrie wird aufbereitet. Die einzelnen Kurvenverbände werden nach innen skaliert. Hierzu muss allerdings die Richtung der Kurven invertiert werden. Parameter werden für die spätere Bearbeitung des Aufbaus veröffentlicht. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden sie umbenannt. Damit das Muster nicht über den Rand hinausgeht, erzeugen wir einen Rahmen. Hierzu erstellen wir wieder eine parallele Kurve und versetzen diese um den gleichen Abstand wie bei den Musterelementen. Die Grundflächen der Elemente werden herausgetrennt. Gruppen von Operatoren können in Regionen unterteilt werden. Diese Gruppierung spiegelt sich auch im Baum wider. Die 3D-Kurven werden geglättet und als Flächen aufgezogen. Mit Hilfe des Sweep-Befehls werden die Kurven senkrecht zur Grundfläche aufgezogen. Um nachher den Sitz an den Flächen schneiden zu können, werden die Flächen zusammengebaut und veröffentlicht.
Im Rich Client wird das Modell vom Server aktualisiert und der Sitz kann weiter bearbeitet werden. Der Körper wird kopiert und der Split-Befehl angepasst, um die Hohlräume zu füllen. Der Sitz soll aus Holz bestehen und für die Hohlräume soll transparentes Epoxidharz verwendet werden. Mit Hilfe der Parameter aus dem XGenRef Design lassen sich verschiedenste Konzepte generieren. Und mit dem passenden Design findet der Sitz auch den passenden Ort. Let's go.